Im folgenden kurzen Film möchte ich demonstrieren, wie man mit Hilfe eines elektronischen Analogrechners die Umströmung eines einfachen Tragflächenprofils simulieren kann. Grundlage hierzu ist ein sogenanntes Yukowski-Profil. Hierbei handelt es sich um ein analytisch definiertes Tragflächenprofil, das zwar zugegebenermaßen kaum praktische Bedeutung besitzt, aber ausgesprochen interessant hinsichtlich der analytischen Untersuchung derartiger Profile ist. Die Grundidee hierbei ist, eine einfache geometrische Figur, in diesem Fall einen Kreis, der durch ein Koordinatenpaar x gleich r mal Cosinus Omega t und y gleich r mal Sinus Omega t definiert ist, mit Hilfe einer konformen Abbildung, das heißt einer winkelerhaltenen Abbildung, in ein Tragflächenprofil bzw. dessen Querschnitt zu transformieren. In ihrer einfachsten Form hat diese Yukowski-Abbildung die Gestalt w von z ist gleich z plus 1 durch z. Um jedoch unterschiedliche Tragflächenprofile nachbilden zu können, wird die Gleichung im weiteren Verlauf dieses Beispiels in dieser Form gebraucht. W von z ist gleich z minus z0 plus Lambda Quadrat durch z minus z0. Hierbei gibt der frei wählbare Parameter Lambda die Tragflächengestalt vor. Um diese Yukowski-Abbildung nun mit Hilfe eines elektronischen Analogrechners behandeln zu können, ist es notwendig, die komplexe Variable z zunächst in der Form z gleich x plus y zu schreiben. Aus der vorher dargestellten Form der Gleichung w von z ist gleich z minus z0 plus Lambda Quadrat geteilt durch z minus z0 ergeben sich diese beiden Ausdrücke u von x von t und y von t sowie v von x von t und y von t, die jeweils Real- und Imaginärteil dieser Ursprungsgleichung w von z darstellen. Mithilfe dieser Abbildung kann also der Übergang vom Kreis zum Yukowski-Profil vollzogen werden. In der fertig ausgeführten Rechenschaltung, die hier in der Abbildung zu sehen ist, entspricht diese Gleichung den grün ausgeführten Teilen der Rechenschaltung. Die Generierung dieses Tragflächenprofils stellt jedoch nur einen Teil des ursprünglich formulierten Problems dar. Die ursprüngliche Fragestellung lautete, wie mithilfe eines elektronischen Analogrechners die Umströmung eines solchen Profils simuliert werden kann. Analytisch geschlossen beschreiben lässt sich die Umströmung eines rotierenden Zylinders. Dies geschieht mit Hilfe der sogenannten komplexen Geschwindigkeitspotentials f von z. F von z ist gleich v0 mal e hoch i Delta mal z plus e hoch minus i Delta r Quadrat durch z minus i groß Gamma 2pi mal ln z. Dieses komplexe Geschwindigkeitspotential lässt sich nun mit Hilfe des elektronischen Analogrechners auswerten. Die Tatsache, dass dieses komplexe Geschwindigkeitspotential die Umströmung eines in der Ebene senkrecht stehenden rotierenden Zylinders beschreibt, ist nicht weiter schlimm. Ein solcher Zylinder entspricht im Querschnitt gerade dem Kreis, aus dem mit Hilfe der Yukowski-Transformation das Yukowski-Profil gewonnen wurde. In der ausgeführten Rechenschaltung entsprechen die blau implementierten Teile dem komplexen Geschwindigkeitspotential. Mithilfe einer einfachen digitalen Steuerung werden nun im raschen Wechsel zwei unterschiedliche Abbildungen auf dem Oszilloskop zur Darstellung gebracht. Zum einen ist dies das eigentliche Tragflächenprofil, das mithilfe der konformen Abbildung aus dem Einheitskreis gewonnen wurde. Zum anderen ist dies ein Stromfaden um dieses Profil, der aus dem komplexen Geschwindigkeitspotential ebenfalls mithilfe der Yukowski-Transformation gewonnen wurde. Um eine ganze Schar von Stromlinien um dieses Yukowski-Profil darstellen zu können, wird mithilfe eines weiteren digitalen Steuerteils, in diesem Fall einem Zähler mit 16 Positionen, ein Integrierer dergestalt angesteuert, dass in rascher Folge 16 unterschiedliche Stromlinien in äquidistantem Abstand um das Profil gezeichnet werden. Bei Darstellung nur eines einzigen Stromfadens um das generierte Yukowski-Profil ergibt sich folgende Abbildung. In der Mitte des Oszillographen ist das eigentliche Yukowski-Profil zu sehen, darunter der Stromfaden mit einem bestimmten Anstellwinkel und einem bestimmten Abstand von der Unterseite des Profils. Den Abschluss dieses Videos bilden einige simulierte Stromlinien um dieses Yukowski-Profil mit unterschiedlichem Anstellwinkel Delta und unterschiedlichem Abstand zur Unterseite des Profils. Aufgenommen wurden die folgenden Videosequenzen mithilfe eines Tektronix-Oszilloskops mit entsprechendem Kameravorsatz.